Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und heute gibt es ein japanisches Candy-DIY. Ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Pop-and-Cookin-Video auf unserem Kanal Do-It-Yourself-Inspiration gesehen. Und sowas ähnliches zeige ich euch hier heute auch. Und das wird so ein Jelly-Bubble-Gelee. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze wirklich wird. Die Anleitung ist super einfach. Also hier ist ein Becher drin, den kann ich schon so erfüllen. Und natürlich ist auch alles auf Japanisch hinten drauf. Also ein Becher ist dabei, ein Löffel und ein Tütchen. Und ich gebe erst das Tütchen in den Becher, dann ein bisschen Wasser dazu. Anscheinend ist eine Linie angezeichnet, bis wohin ich das Wasser eingießen darf. Ein Wasser habe ich hier schon einmal. Dann wird umgerührt. Dann ist es anscheinend schon eine etwas festere Masse. Und dann kommt es nochmal für 10 Minuten in den Kühlschrank. Und dann ist das Ganze fertig und es schmeckt hoffentlich nach Weintraube. Ich mache es einmal auf und wir schauen es uns mal zusammen an. Also, da ist schon mal der Löffel. Genau, hier ist der Becher und es gibt auch anscheinend verschiedene Becher. Die sind hier, finde ich, wirklich süß mit ganz vielen Blümchen und kleinen Gesichtern drauf. Und hier ist die Markierung, bis wohin das Wasser reinkommt. Hier sind auch die anderen Becher abgebildet. Ich glaube, ich habe davon wirklich einen der süßeren erwischt. Also der gefällt mir richtig gut. Und ich starte dann einfach mal mit dem Pulver. Hier in der lila Tüte. Genau, hier ist sogar so eine kleine Einritzung. Da seht ihr es. Ich rieche einmal dran. Ja, es riecht brausig und ein bisschen nach Weintraube. Und ich gebe mal das Wasser dazu. Es wird schon direkt lila. Und auch schaumig. Schaut mal, wie das Ganze hochgeht. Ich rühre mal um. Schon leicht fest, aber momentan nur noch ziemlich schaumig. Ihr seht, alles voll mit helllila Schaum, fast bis oben hin. Also von der Dosierung her passt es sehr gut in den Becher hinein und ich stelle es jetzt einfach mal in den Kühlschrank. Das Gelee war jetzt für ca. 10 Minuten im Kühlschrank und ihr seht, es ist wirklich fester geworden. Und man sieht immer noch die kleinen Blasen. Also eben war es ja mehr ein Schaum, jetzt ist es wirklich ein fester Glibber fast, wie Schleim. Nur mit kleinen Bläschen drin und ich probiere das Ganze auch einmal. Und ja, es schmeckt ein bisschen wie Wackelpudding, aber mit kleinen Bläschen drin, also wie Kohlensäure. Das Ganze prickelt leicht auf der Zunge und ist wirklich total lustig zu essen. Also wirklich ein total lustiges, ganz ungewohntes Gefühl. Wie ein ganz kohlensäurehaltiges Getränk, aber als Gelee total interessant. Also wirklich ein kleines lustiges Dessert oder so ein kleiner Snack zwischendurch. Total witzig, gefällt mir sehr gut. Der Geschmack ja ist so ein bisschen wie Weintraube, aber süßer und etwas künstlicher und ja brausig, kohlensäurig, aber total lustig, der Becher ist total niedlich. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich auch immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr noch mehr solche Sets sehen möchtet, alles einfach unten reinschreiben. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und heute gibt es wieder ein Experiment für euch. Und zwar habe ich hier so ein asiatisches, japanisches Experimente-Getränkset. Und ich bin mal gespannt, was damit tatsächlich passiert. Hier ist so ein Reagenzglas auf jeden Fall dabei. Es ist hier draußen abgebildet. Da wird Wasser zugeschüttet und anscheinend zwei weitere Substanzen, die da so bei sind. Dann wird alles, denke ich mal, geschüttelt. Hier unten ist so ein Forscher, Professor abgebildet und dann mal schauen, was das Ganze dann wird.
Hier sind auch überall Fragezeichen abgebildet, alles schön bunt. Und hier hinten auch noch so Ausrufezeichen, Fragezeichen, was wird das Ganze? Hier oben ist abgebildet, was dabei ist, also diese Reagenzflasche. Und dann zwei Tütchen, eins in lila, eins in rot, ein Strohhalm. Wasser brauche ich zusätzlich, das habe ich hier schon einmal. Und ich gieße 100 Milliliter hinein. Ich denke mal, da ist eine Markierung dabei, sonst kann ich das auch hier abmessen. Und dann kommen die beiden Pülverchen dazu und dann mal schauen, was das Ganze wohl wird. Ich mache es mal auf und schaue mal hinein. Okay. Oh, der ist sogar relativ groß, der Kolben. Und hier ist der Strohhalm über so einem Trinkpäckchen und die beiden Pülverchen. So, okay. Und ich gieße zuerst die 100 Milliliter Wasser hinein. Mal eben schauen. Hier ist die Markierung. Ich bin gespannt, ob das Ganze wirklich ein Getränk bleibt. Vielleicht wird es auch ein Schleim oder ein Schaum. Dann kommt das Lilane dazu. Sieht auch lila aus. Ich rieche mal dran. Es riecht ganz fruchtig und brausig. So. Das Wasser wird auch sofort richtig lila. Aber das Pulver löst sich nicht richtig. Ich schwenke das mal so ein bisschen. Ein Forscher. So. Es löst sich jetzt immer mehr. Ich bin gespannt, ob es gleich nochmal komplett die Farbe wechselt, wenn ich das zweite Päckchen dazu kippe. So, das mache ich jetzt mal. Bin ganz schön voll. Hier ist ein helles Pulver drin. Hier rieche ich einmal dran. Oh, das riecht ganz, ganz stark nach Cola. Also wirklich wie Cola-Brause fast. Also wie feste Cola riecht es. Wow. Wie cool. Das schäumt richtig geil. Und wow. Also total stark und richtig bis oben hin hoch. Uah, ich habe Angst, dass es mir überläuft. Aber es ist genau bis hier oben zum Anschlag. Und es hat sich komplett rosa verfärbt. Total cool. Also ein richtig, richtig schöner Effekt. Hier unten hat sich aber jetzt noch einiges abgesetzt. Mal schauen, ob sich das jetzt noch löst. Also ein richtig cooler Effekt. So. Und es ist ja auch ein Strohhalm dabei, deswegen werde ich das Ganze auch probieren. Ich rieche erst nochmal. Ja, das riecht auf jeden Fall nach Cola. Also es würde mich wundern, wenn es nach was anderem schmecken würde. Ich gehe einfach mal von Cola aus. Ich rühre mit dem Strohhalm nochmal gut durch. Das schmeckt auf jeden Fall nach Cola. Es ist zwar rot und sieht eher so ein bisschen aus wie Erdbeersaft oder Erdbeerlimo, aber ja, das schmeckt auf jeden Fall ja, nach sehr, sehr, sehr süßer Cola. Aber es ist auf jeden Fall Cola-Aroma dabei. Und ja, mir hat das Scent total Spaß gemacht. Also ich war von dem Effekt total begeistert und von der Farbveränderung und auch von dem Design. Die Flasche gefällt mir sehr gut. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr hattet auch Spaß bei dem Video. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Ideen habt, schreibt es uns einfach unten in die Kommentare. Natürlich auch, ob ihr auf diesem Kanal noch mehr von diesen Sets sehen möchtet. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, uns zu abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und heute gibt es ein Pop-and-Cookin-Video für euch. Und zwar dieses Würmer-Set. Kathi hatte euch das auf Do-It-Yourself-Inspiration schon einmal mit anderen Sorten gezeigt. Und ich zeige euch das heute mit Soda, mit Melone und mit Ananas. Also mit Gelb, mit Grün und mit Blau. Und ja, hier sollen so kleine Würmchen entstehen. Dafür gibt es einmal hier diese Schüssel und dieses Sieb. Das Sieb wird da so reingedrückt und dort kommt dann auch noch ein Pulver drauf und dann sollen die Würmchen entstehen. Also ich bin total gespannt und die Würmer kann man natürlich nachher dann auch noch essen. Das sind so kleine Süßigkeitenwürmer. Ich zeige euch das Ganze mal. So, hier ist einmal das Sieb gedrittelt. Hier die große Fläche. Ein kleiner Löffel ist auf jeden Fall dabei. Und hier sind drei bunte Tütchen und ein großes Tütchen für den ersten Arbeitsschritt, wo dann erstmal die Grundmasse mit angerührt wird. Die rosane Grundmasse wird ja mit 2 Einheiten Wasser angerührt. Den Wasserbehälter habe ich hier bereits einmal abgeschnitten. Und das Wasser und das Pulver gebe ich dann hier mal hinein. Und dann natürlich auch das Pulver dazu. Das ist ganz schön viel Pulver für so wenig Wasser. Ich habe hier jetzt so eine weiße Masse, die relativ zähflüssig ist. So. Ich verteile die mal gleichmäßig. Es muss ja auch überall gleich viel sein ungefähr. So sieht es dann aus. Und im nächsten Schritt wird dann das Sieb draufgesetzt. So. Und dann kommen die 3 Pulvertütchen dazu. Jedes in 1 der Fächer. Das hier ist Nummer 1, das ist grün. Ich gehe mal davon aus, dass das die Melone war. Es riecht auch nach Melone, ja. Dann ist das hier Ananas. Das Pulver rieselt jetzt natürlich hier durch die Löcher auch hindurch und vermischt sich dann gleich unten mit der anderen Masse. Und hier kommt dann Blau. Es riecht auch brausig. So, ich habe jetzt alles reingefüllt. Und jetzt soll das Ganze so geschüttelt und gedrückt werden. Ah, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Wenn ich jetzt drücke, kommt die Masse nach oben und dann wird alles hin und her geschüttelt und dadurch legt sich dann der Zucker da so drumherum.
Ein sehr, sehr cooles System auf jeden Fall. Ich versuche nochmal, ob es nochmal geht. Da kommt noch eine zweite Ladung Würmer nach oben. Ich schüttle es nochmal. Die Würmer werden jetzt auch nach und nach richtig schön bunt. Gucken, ob es nochmal geht. Sehr, sehr cool. Ich schaue hier mal drunter, wie es hier so aussieht. Da ist auf jeden Fall noch Masse vorhanden. Ich versuche das auf jeden Fall nochmal. Ja, es lässt sich jetzt schwer rausdrücken. Es ist auch fast kein Zucker mehr übrig. So, ich werde die drei Sorten jetzt auf jeden Fall nochmal probieren. Hier, das ist ja, das ist mir jetzt runtergefallen, Melone. Die sind ziemlich weich, aber auch ganz schön stabil. Also man kann sie einfach natürlich zerdrücken, aber sie lassen sich problemlos hochnehmen. So, der Geschmackstest. Die sind ganz weich und zuckerig. Aber die Melone ist auf jeden Fall rauszuschmecken. Dann nehme ich jetzt mal Ananas. Ja, ist noch ein bisschen süßer, aber schmeckt auch ganz deutlich nach Ananas. Und ich nehme mal hier so einen ganz langen Kringligen. Der schmeckt auch ziemlich brausig. Ich gucke noch mal hier unten rein. Hier seht ihr, wie das Pulver hier so durchgerieselt ist. Und hier ist dann noch was von der Grundmasse, was ich jetzt nicht mehr hochdrücken ließ, weil es einfach zu wenig war. Das probiere ich auch mal. Ja, das kann man auch problemlos essen. Schmeckt auch sehr lecker. Schmeckt auch sehr süß und ja, je nach Farbe dann auch nach einer von den drei Geschmacksrichtungen. So, mir hat das Set auf jeden Fall total viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Video. Und wenn es so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, natürlich auch, wenn ihr noch mehr Poppin' Cookin' sehen möchtet auf diesem Kanal, schreibt es einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal bei Facebook bei uns vorbeizuschauen, da würden wir uns natürlich auch freuen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein asiatisches DIY-Candy-Set für euch. Und ja, ich weiß schon, dass es um etwas geht, was nach Traube schmeckt. Und das zweite schmeckt nach Ananas. Es ist auf jeden Fall ein Strohhalm dabei, den kann man hier schon erkennen. Aber wie das Ganze genau funktioniert, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Hier hinten drauf ist die Anleitung, ganz viele Schriftzeichen dabei. Und ja, ich schneide es jetzt erstmal auf und schaue mir das Ganze an. Okay, es sind 4 Tütchen dabei. Das hier ist auf jeden Fall Ananas, das hier ist Traube. Die kann ich schon mal auseinanderhalten. Und 2 bis 3 steht da jeweils dabei. Dann gibt es hier Nummer 1 und es gibt hier dieses rosane Tütchen. Da ist, soweit ich jetzt sehe, keine Nummer drauf. Eine Gabel, die sieht so ein bisschen aus wie eine Pommesgabel. Und hier diese Felder und der Strohhalm mit einem Knick. Okay. Es gibt das runde Feld und dieses, ja, das ist geformt wie ein Kleeblatt. Und hier so ein kleines Eckchen. Ich glaube, damit wird das Wasser eingefüllt. Wasser habe ich hier übrigens schon mal bereitgestellt. Und jetzt schaue ich mal, wie es genau losgeht. So, es gibt Päckchen Nummer 1. Das kommt hier ins Wasser hinein. Das Wasser wird bis zur Linie eingefüllt.
Das kann ich auch so machen, hier mit meinem kleinen Kännchen. So, da ist jetzt gerade ein Fussel drin. Den nehme ich hier einmal raus. Okay, das ist schon mal fertig. Und dann wird eine Ladung von dem dreieckigen Wasser mit einem blauen Tütchen gemischt. Das ist es nicht. Das hier ist das rosane Tütchen. Vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass es dieses hier ist. Es ist zwar darauf rosa, aber nachher brauche ich nur noch die anderen beiden Tüten. Deswegen nehme ich einfach mal dieses hier. Und na, die Schriftzeichen kann ich jetzt auch nicht wirklich abgleichen. Aber ich benutze jetzt dieses hier dafür. Das ist auch drin. Und dann kommt eine Ladung Wasser dazu. Ein Dreieckchen voll. Und dann wird umgerührt mit der Gabel. Okay, das verfärbt sich schon mal rosa. Und es schäumt auf jeden Fall. Das ging jetzt wirklich super schnell. Da ist auf jeden Fall schon mal leckerer Schaum da. Okay, sehr cool. Vielleicht ist das auch schon der ganze Zauber bei dem Feld, weil das Feld wird gar nicht weiter erwähnt. Zeige ich euch direkt nochmal. Also, hier, da ist das, ich sage mal, kleeförmige Feld. Das ist schon erledigt. Und danach geht es, ja, wobei man kann die noch hier reinlegen, die fertigen Streifen. Aber sonst geht es hier jetzt nur mit den anderen weiter. Da kommt jetzt Päckchen Nummer 1 rein. Es hat sich jetzt so zu einer grünen Flüssigkeit entwickelt. Und genau so soll es auch aussehen. Da kommt jetzt der Strohhalm hinein und auf den Strohhalm gebe ich dann die anderen beiden Pulver. Wenn ich das Ganze dann raushebe, bekomme ich solche Streifen und die kann ich dann noch in den Schaum tunken. Also ich bin sehr gespannt, den gebe ich schon mal rein. Dann starte ich mal mit Traube. Einmal hier die Ecke abgeschnitten und ich streue es jetzt drauf. Und da ist auch kleine Brause dabei. Das soll erstmal reichen und ich hebe es jetzt mal hoch. Oh, voll cool! Yay, wirklich so ein langes Schlabberding. Total witzig. Hat sehr gut funktioniert. Ich gebe es jetzt mal hier rein. So, jetzt ist noch Schaum dabei. Ich angle es jetzt mal wieder raus. Ja, ich nehme es einfach mal mit den Händen raus. So sieht es jetzt aus. Gummiartig so ein bisschen. Fühlt sich an wie Weingummi. Ein bisschen dünn, wie sehr, sehr dünnes Weingummi. Und ich probiere es jetzt mal. Total brausig, total süß, aber wirklich lecker. Und es macht total viel Spaß, das Ganze auszuprobieren. Und weiter geht's mit Runde 2. Ich lege den Strohhalm wieder rein. Und ich versuche es jetzt mal mit beiden Farben gleichzeitig. Okay, beide drin und ich heb's hoch. Es läuft an beiden Seiten runter. Oh, und jetzt ist es abgerissen. Das war, glaube ich, zu viel. Ich heb's nochmal hoch. Aber es hat sich wirklich... ich drück's einfach mal ein bisschen rein. Es ist wirklich cool zweifarbig geworden. Und ja, so... ganz glitschig. Ganz, ganz glitschig. Also, so sieht's jetzt gerade aus. Man darf doch nicht zu viel nehmen. Aber es funktioniert sehr, sehr gut mit den beiden unterschiedlichen Farben. Mal gucken, wie das mit Ananas schmeckt. Also, es ist schon sehr Gelee-artig, gerade so wie Wackelpudding. Oh ja. Oh ja, es schmeckt auch wirklich anders. Also, man schmeckt die Ananas durchaus raus. Cool. So, ich habe es gerade noch geschafft, ein sehr großes Pinkes zu machen. Das versuche ich gleich auch nochmal mit Gelb. So. Dafür streue ich einfach das Pulver mal dünn aus und gehe jetzt mit dem Strohhalm darunter und hebe es jetzt mal hoch. Es läuft jetzt auf beiden Seiten runter. Na, dieses ist jetzt leider nicht ganz so lang geworden, aber trotzdem sehr, sehr cool. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr witziges Set. Macht auf jeden Fall Spaß, die kleinen Süßigkeiten da rauszuangeln und hochzuziehen und immer zu gucken, wie groß sie tatsächlich werden. Und sie schmecken auch gut. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze auch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch noch coole Candy-Sets entdeckt, also Asia-Candy-Sets oder natürlich auch andere DIY-Sets.
jetzt und habt Lust, uns davon zu erzählen, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein und ja, abonniert doch auch einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem Pop-in-Cookin-Video. Also es wird heute gekocht und zwar mit diesem Set hier. Es gibt Burger, Pommes und sogar selbstgemachte Cola ist dabei. Das Ganze seht ihr nicht nur hier in dem Video, sondern am Wochenende kommt nämlich noch ein Special mit diesen Burgern bei Do-It-Yourself-Inspiration. Also seid gespannt und schaut auf jeden Fall Samstag mal bei Do-It-Yourself-Inspiration vorbei. Da werdet ihr das Ganze auf jeden Fall wieder sehen. Und ich mache es mal auf und schau mal rein, was alles dabei ist. So. Sogar noch mal eingepackt. Okay, so sieht es aus. Ah, okay, hier wird nachher drauf serviert. Das ist so das Tischset. Hinten drauf ist übrigens die Anleitung und man braucht auf jeden Fall eine Mikrowelle dafür. Das Ganze in ja, asiatischen, ich glaube japanischen Schriftzeichen. Es gibt Tüten, es gibt Plastiksachen, es gibt so eine Plastikschaufel hier, es gibt ein Plastikmesser. Einige Sachen müssen noch auseinandergeschnitten werden. Ich habe zum Glück meine Schere schon bereit liegen. Und ich glaube, zusätzlich brauche ich noch Wasser. Ich schaue jetzt einfach mal rein. Als erstes wird das Ganze aufgeschnitten. Ah, und hier sind sogar noch weitere Verpackungen dabei. Okay. Aufschneiden und zwar genau hier an der gestrichelten Linie. So. Da haben wir es. Richtig viele Päckchen dabei. Das Plastikmesser, das ist total niedlich. So wie so ein Eislöffelchen. Dann die Förmchen, der Trinkbecher. Und hier verschiedene Schälchen zum Anrühren und Abmessen. Das ist irgendwie so eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Okay. Ich schneide jetzt mal die ganze Packung auseinander. Mal gucken, was hier alles dabei ist. Inzwischen habe ich alles ausgeschnitten. Ich habe hier einmal das Tablett zum Servieren. Dann habe ich hier die Anleitung, wie dass der Cola-Becher dekoriert wird. Das wird hier drumherum geklebt und auf der Rückseite mit ein bisschen Tesafilm fixiert. Dann die Pommes-Tüte wird auch gefaltet und hinten auch zusammengeklebt. Und dann gibt es hier noch diese kleinen Fähnchen, die muss ich um so Zahnstocher herumkleben. Muss ich gleich mal suchen, ob ich sowas finde bei uns. Damit sind meine Vorbereitungen fast abgeschlossen. Becher ist fertig, Pommesbehältnis ist fertig und auch die beiden Pika hier für die Burger sind bereit. Dann habe ich hier noch so eine Fläche, um die Pommes auszumessen. Die lege ich auch einmal beiseite und dann kann es tatsächlich mit der Anleitung losgehen. Okay,
Es müssen als erstes Sachen auseinandergeschnitten werden und ich brauche Wasser. Okay, hier, dieser Bereich wird abgeschnitten. Dann einmal hier mittig tatsächlich durch. Und diese beiden kommen auch auseinander. Dann habe ich wirklich viele Felder zusammen auseinandergeschnitten. Okay. Das hier benutze ich, um Wasser abzumessen. Und es geht los hier mit der dreieckigen Schale. Da kommt als erstes zweimal Wasser hinein. Und dann das gelbe Tütchen. Okay. Bei den Tütchen muss ich mich einfach an den Farben orientieren. Zweimal Wasser. Das Wasser muss immer richtig schön voll sein. So, drin. Und dann kommen hier die Tütchen. Das lasse ich erstmal nochmal zu. Hier ist auf jeden Fall Gelb dabei. Und sind auch Pommes drauf. Das Pommes-Tütchen. Ich versuche es mal so ein bisschen nach unten hin zu bewegen, das Pulver da drin. Das ist sehr fest gepresst, damit es mir jetzt beim Aufschneiden nicht überall rumkrummelt. Okay, offen ist es. Und auch eine ganze Menge. So, alles drin. Es riecht tatsächlich nach Kartoffel gerade. Und rühren, 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 rühren. Es wird so eine feste, breiige Masse. Und ich schaue wieder auf die Anleitung. Es wird gut da unten drin festgedrückt und dann kommt es bei, ja, entweder bei 500 Watt oder bei 600 Watt für 40 oder für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Okay, schön festdrücken, also hier einmal abschaben. Es hat wirklich ganz viel von Kartoffelpüree, muss ich sagen. Und ab damit in die Mikrowelle. Und es ist tatsächlich eine feste Masse geworden, die ich hier jetzt rausholen kann. Und das wird in Streifen geschnitten, um die Pommesform zu bekommen. Ist noch ganz schön heiß. Ah, guck mal, sogar mit Riffelform. Und damit sind die Pommes schon mal fertig. Also Schritt 2, komplett abgearbeitet. Damit geht es mit 3 weiter. Und dabei wird tatsächlich das Fleisch für die Burger gemacht. Das braune Tütchen kommt dafür zum Einsatz. Und wieder 2-mal Wasser. So sieht das Pulver aus. Wieder rühren, 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 rühren. Riecht auch sehr würzig.
Okay, angerührt ist es und dieser Bereich wird jetzt hier in die Mitte hineingedrückt. Dann das gleiche wieder und zwar für das Brot. Das habe ich hier. Auch wieder mit 2 Einheiten Wasser anrühren. Das Brot ist ein bisschen flüssiger, das wird reingegossen und zwar in diese beiden Schachteln hier. Schön gleichmäßig verteilen und jetzt ist dieser Bereich hier auch fertig für die Mikrowelle. Und ja, das Ganze kommt dann auch für ja, so 40 Sekunden bei 500 Watt in die Mikrowelle. Und auch Brot und Fleisch sind aus der Mikrowelle zurück, auch noch super heiß. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen abkühlen und kümmere mich in der Zeit um den Käse hier bei Nummer 5. Ich habe ja eben gesagt, das ist für die Pommes, aber tatsächlich brauche ich dieses Feld hier, um den Käse zu formen. Dafür nehme ich eine Einheit Wasser und das Pulver für den Käse. Käse ist blau. Und fertig ist die Masse auf jeden Fall schon mal. Die nehme ich jetzt raus und sie wird in der Hand weiter geformt und zwar zu einer Kugel. Und die drücke ich dann hierauf flach. Und versuche mal hier so ein Rechteck damit zu formen. Anschließend wird der Käse hier in der Mitte auseinandergeschnitten. Und ich habe dann 2 Scheiben, nenne ich es einfach mal. So, die beiden sind fertig. Und die lege ich auch mal zur Seite, genau wie die Pommes. Und dann bin ich schon bei Punkt Nummer 6. Der Ketchup wird angerührt aus der roten Tüte. Dafür nehme ich wieder dieses Feld hier. Das mache ich aber vorher einmal ein bisschen sauber. So, möglichst alles rausgekratzt. Und jetzt kommt Wasser dazu. 2 Einheiten wieder. Dann die rote Tüte. So langsam habe ich auch alle Tüten durch. Es fehlt gleich nur noch die Cola. Rotes Pulver rein. Und wieder rühren, 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 rühren. Es riecht nach Tomate oder mehr nach Ketchup eher. Der Ketchup ist ein bisschen flüssig, finde ich. Aber jetzt auch fertig. Okay, damit ist alles bis Punkt 6 abgearbeitet. Jetzt geht es weiter mit Nummer 7. Ich nehme das Fleisch und das Brötchen raus. Es wird zugeschnitten, also Brötchen einmal durchschneiden. Fleisch wird gedrittelt. Gucken. Ups. Gut, hier ist es. Gucken, wie es rausgeht. Ich hole mal die Unterlage dazu. Erstmal das Fleisch. Das fällt mir hier schon entgegen. Dann das Brot. Man muss vorsichtig raustrennen. Das ging noch gut.
Nummer 2. Auch. Okay. Die Brötchen sind da, das Fleisch ist da, die Pommes sind da. Jetzt muss nur noch geschnitten werden. Und es ist tatsächlich richtig fluffig. Und auch das Fleisch lässt sich gut auseinanderschneiden. Und jetzt muss nur noch belegt werden. Okay, ich starte hier mit einmal Fleisch. Darüber kommt dann der Käse, den habe ich hier hinten. Da drauf der Ketchup. Ich hoffe, er ist ein bisschen fester geworden jetzt. Lässt sich auf jeden Fall gut verteilen. Und dann ist der erste Burger schon fertig. Hier kommt der Deckel drauf und einer von den Pekern. Nummer 1 ist fertig. Dann geht es weiter mit Nummer 2. Der wird doppelt. Fleisch, Käse, Soße. Nochmal Fleisch und dann der Deckel oben drauf. Auch hier der Pika rein, damit das Ganze auch hält. Ups, das ist schon ein richtiges Türmchen hier. Ich bin fast abgerutscht. So, die beiden sind fertig und es kommt jetzt dazu noch die Cola. Dabei soll oben 1 cm Rand gelassen werden. Also ich denke mal ungefähr so bis zu der Banderole. Dann nehme ich das Pulver und das kommt auch dazu. In diesem Fall das lilane Tütchen. Und es fängt direkt an zu schäumen. Vielleicht hätte ich sogar noch mehr Platz lassen müssen. Ich will jetzt nicht hier mit umrühren. Entsteht richtig viel Kohlensäure, wie bei Brause. Cool. Total witzig. Die Pommes sortiere ich hier jetzt noch rein. Ja. Nicht alles umwerfen, den können wir jetzt nicht mehr brauchen. Der ist einmal mit Cola getränkt. Und dann haben auch die Pommes hier ihren Platz gefunden. Die lege ich hier neben. Und das Essen ist bereit. Leckeres Pop-in-Cookin-Essen, Miniaturessen. Und ich bin gespannt, was Kathi dazu sagt. Und Samstag seht ihr das Ganze natürlich, wie gesagt, bei Do-It-Yourself-Inspiration. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, vorbei. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Kids Club. Tschüss! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Draco, Laura und Frankie Stein, die haben sich verabredet, die wollen eigentlich zusammen Pizza essen, aber ich glaube, die sind beide nicht so begabt im Kochen. Trotzdem sind die echt hungrig und ja, was soll man denn da machen? Ich habe mir da was einfallen lassen. Wir werden einfach ein Pop-in-Cookin-Set für die beiden machen von Cressy. Und da kann man eine Mini-Pizza oder sogar vielleicht 2 Mini-Pizzen, werden wir gleich sehen.
und noch ein paar andere leckere Snacks, sogar eine Cola herstellen. Das ist ein kleines DIY-Set. Dafür braucht man nichts außer der Sachen, die hier dabei sind und noch ein bisschen Wasser. Aber das ist super, super einfach. Ach, ich sehe gerade, die Mikrowelle braucht man dafür auch noch, um das Ganze zu backen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Und ich bin vor allem mal gespannt, wie es den beiden dann hinterher schmeckt. Also Draculaura und Frankie Stein, die habe ich gerade noch mal weggeschickt. Die sollen einen kleinen Spaziergang machen. Ich glaube, die sind uns keine Hilfe hier beim Kochen. Wir werden das einfach alleine für die zubereiten und dann hinterher ja, die beiden Mädels damit überraschen. Ich habe das Set jetzt mal geöffnet. Wir haben hier einen kleinen Becher. Wir haben einen Löffel. Sieht ein bisschen aus wie ein Eislöffel. Hier sind Formen. Ich glaube, das werden diese... Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Pommes. Hier kann man was drin zusammenrühren und hier auch. Und wir haben einige Tüten mit Pulver, glaube ich. Und das Praktische ist, ich verstehe natürlich hier die Schriftzeichen nicht. Das ist nicht meine Sprache, aber da sind immer so kleine Hinweise und ich hoffe, dass wir das trotzdem ganz gut hinkriegen. Zum Beispiel ist als erstes hier gelb und dann weiß ich schon mal, dann nehme ich als erstes die gelbe Tüte. Kann auch nochmal die Schriftzeichen hier vergleichen. Ja, doch, das könnte passen. Also wir starten mit blau erstmal, aber... Mit der blauen Tüte dann auch? Nee, ich glaube, die blaue Tüte brauchen wir erst später hier. Das ist erstmal so ein Hinweis, dass wir das Ganze auseinanderschneiden müssen. Okay, dann als erstes mit der Schere alles voneinander abtrennen. Das war der erste Schritt und jetzt geht's mit der gelben Tüte los, die ich gerade hier schon gefunden habe. Und da geben die Tüte hier in... den Behälter, und zwar in den etwas größeren. Und dann kommen die kann ich auf jeden Fall erkennen, zweimal Wasser in dieser kleinen Form dazu. So, ein bisschen schütteln. So. Ich glaube, das passt so schon. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ah ja, jetzt in die andere Form reindrücken und dann in die Mikrowelle. Und dann in vier Teilen. Geht klar. Als erstes hier reindrücken. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Ich habe das ja so reingedrückt und in die Mikrowelle getan. Und jetzt hat sich das auch direkt so vom Rand gelöst. Jetzt müssen wir es nur noch umstülpen. Ich dachte mir, vielleicht schneide ich mal mir hier diese Pizzaform aus. Diesen Pizzakarton. Ein bisschen eingerissen ist das leider schon. Da war ich wohl ein bisschen zu eifrig beim Aufreißen. Aber das können wir dann schön drunter legen. Und ich glaube, das brauchen wir auch gleich als nächstes, wenn die Pizza hergestellt wird. Das ist hier so eine Vorlage, wie groß die Pizza werden soll. So, einmal alles ausschneiden. Oh, bisschen schief geschnitten, auch das noch. Und da werde ich das Ganze jetzt draufstülpen. Oh, und ich glaube, das wird den Monstern gut gefallen. Das sieht nämlich ein bisschen aus wie kleine Monster. Vielleicht wie so ein Halloween-Kürbis so ein bisschen. Und die müssen wir jetzt noch so auseinander machen. So. Kleine Kartoffelecken sind das. Ganz schön hart sind die geworden. Ah, so. Vielleicht sollte ich mal einen probieren, bevor gleich das Draculaura und Frankie Stein essen und denen überhaupt gar nicht schmeckt. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Und schmeckt... Ja, eigentlich so ähnlich wie Pommes, muss ich sagen. Ja, gut. Dann kann es ja weitergehen.
Ich glaube, die lege ich mal zurück hier in die Form rein, damit ich jetzt gleich das hier benutzen kann für die Pizza. Damit geht es nämlich jetzt weiter. Jetzt brauchen wir wieder die große Form. Da kommen diesmal viermal Wasser und die rote Tüte rein. Und da muss man daraus zwei Kugeln formen. So, die rote Tüte habe ich schon mal aufgeschnitten. Das kommt alles hier rein. Das ist ein bisschen mehr Pulver als vorhin. Und deswegen musste auch ein bisschen mehr Wasser zu. Vier Portionen. Eins, zwei, drei. Und die letzte Portion Wasser. Vier. Gut umrühren. Ich habe fast das Gefühl, es riecht ein bisschen nach Pizzateig. Ja, ich glaube, es riecht ein bisschen nach Pizzateig. Daraus habe ich jetzt zwei Kugeln geformt. Die Kugel soll man jetzt hier drauflegen und in so eine runde Form drücken. Und wenig später habe ich diese zwei tollen Pizza fertig, Pizzaböden. Und als nächstes kommt Käse, glaube ich, so wie ich das hier erkenne. Hier soll man jetzt die blaue Tüte nehmen mit einer Portion Wasser. Und dann hier zwei Portionen Wasser und die orangefarbene Tüte. Das ergibt dann Tomatensauce. Und dann haben wir hier noch braune Tüte, zweimal Wasser. Und ich glaube, das ist so Hackfleisch oder ja, sowas in der Art, um dann hinterher komplett die Pizza belegen zu können. Ach so, dann muss die auch noch mal in die Mikrowelle, in den Ofen hier. Und am Ende haben wir dann schöne kleine Pizza. Und dann kommt noch das Getränk. Na gut, aber als erstes Käse. So, unsere Pizza war im Ofen und die sieht sogar richtig lecker aus. Der Käse ist geschmolzen und ich habe das Ganze jetzt mal auf so einen großen Teller gelegt. Ich finde, das sieht viel ordentlicher und schöner aus. Da werden sich Draculaura und Frankie Stein sicher freuen und die haben bestimmt auch nichts dagegen, wenn die von einem großen Teller essen. Das sind ja Freundinnen. Jetzt fehlt aber noch ein bisschen was bei der Pizza. Wir haben hier noch eine Tüte, die grüne Tüte. Die schneide ich nochmal auf und ich glaube, das ist Mais und Erbsen oder so zum Draufstreuen. Auf jeden Fall kleine Kügelchen, die streuen wir noch hier oben drüber. Ein bisschen Gemüse. Sieht gut aus. Und naja, gut, das Getränk müssen die beiden sich teilen. Da haben wir auf jeden Fall noch den Becher. Da kommt jetzt die allerletzte Tüte. Eine Tüte haben wir noch, lila. Die kommt da rein, aber Moment, als erstes muss man bis zu einer Markierung, bis hier. Ist gar keine Markierung, aber ist hier so abgebildet. Bis hier soll man Wasser reinfüllen und dann kommt das Pulver dazu. Ach genau, 1 cm hoch. Wasser einfüllen, das Wasser ist drin. Und dazu jetzt die lilane Tüte. Oh, das ist auch lila. Ich glaube, das ist gar keine Cola. Und es schäumt ziemlich stark. Oh, hoffentlich schäumt das nicht über auf unsere Pizza. Ach, ich weiß, was das ist. Das riecht so nach Traube, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach so eine Traubenlimo mit Kohlensäure. Ich werde mal hier mit der hinteren Seite von unserem Löffel das Ganze ein bisschen umrühren. Ach, ich glaube, das ist so eine richtig schöne Monsterbrause. Ach, da seid ihr beiden ja schon wieder. Viel Spaß beim Pizzaessen.
Und hier habt ihr noch ein leckeres Getränk, das könnt ihr euch teilen. Ach ja, und Moment, für jeden noch ein Monster dazu. Und wenn noch jemand möchte, eins ist noch da. Dann guten Appetit. Sieht auf jeden Fall ziemlich lecker aus. Und hat auch viel, viel Spaß gemacht, das Ganze zuzubereiten mit dem kleinen Pop-and-Cookin-Set. Und ich habe das Gefühl, Draculaura und Frankie Stein, die scheinen auch ganz zufrieden zu sein. Diese Pizza schmeckt echt monstermäßig gut. Die haben alles restlos aufgefuttert, scheint wohl echt gut geschmeckt zu haben. Freut mich, wenn es euch Spaß gemacht hat, das Ganze mit zu begleiten, Frankie Stein und Draculaura bei ihrem Pizzaessen zu beobachten. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Wünsche oder Anregungen habt. Und ja, natürlich gerne unseren Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja. 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 Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im DIY Club und herzlich willkommen zu einem Pop-and-Cookin-Video. Wow. Haben wir Ewigkeiten nicht mehr gemacht? Du hast es dir gewünscht. Ich habe das noch nie gemacht, ja. Genau. Weil das so seltsam ist. Ja, und was ist das Seltsamste daran? Dass es halt so schmeckt wie Dinge, aber süß aussieht. Es schmeckt auch nicht unbedingt wie Dinge. Süß ist es auf jeden Fall. Und okay. Ich sag mal, die größte Herausforderung ist, es ist auf Japanisch, glaube ich. Ist das Japanisch? So. Ich denke. Ja. Also es sind Schriftzeichen, oh, das ist ein Pinguin, die man überhaupt nicht erkennt, wenn man die Sprache nicht spricht. Man hat keine Ahnung, oder was man überhaupt kann macht. Wow, cool. Aber es gibt Bildanleitungen. Mhm. Und ja. Du hast Eis? Ich habe Eis. Du hast Gummibärchen. Gummibärchen, Weingummis. Ich liebe Eis, genau. Deswegen. Du liebst nicht so sehr wie Eis. Ich liebe nicht so sehr wie Eis, ganz genau. Packen wir das Ganze erstmal aus und stellen uns die Herausforderung. Ich muss sagen, ich habe beide Sets schon mal gemacht. Wenn ihr die Videos sehen wollt, klickt euch mal ein bisschen durch. Ich habe alle Pop-and-Cookin-Sets schon mal gemacht mit Kati. Ich habe Schwan, Löwe, Stern, Krone und Gabel. Das klingt nach Sternzeichen. Schwan, Krone, Stern, nur Löwe. Okay. 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 Hier ist keine Anleitung. Habe ich mir wieder dabei. Sternzeichen ausgedacht. Ist die Anleitung nur hier hinten drauf? Ja. Ugh. Also, ich habe hier Eishörnchen und Eisförmchen. Mhm. Dann habe ich hier eine Waffel, zwei Waffeln sogar. Also du musst alles benutzen, was dabei ist. Ich habe Farben, grün, orange, rot und blaue Tüten. Okay. Sind bestimmt ich habe einen Eislöffel und damit muss ich erstmal meine Eiswaffeln zerteilen. Ach, ich soll die hier raustrennen. Kleine Stückchen. Ha. Ups. Was für ein Spaß. Ich habe zwei Tütchen, ich habe weiß und ich habe, brauchen wir Scheren dafür? Ich glaube nicht. Also ich komme jetzt aufreißen. Ich glaube, ich brauche eine Schere. Mmh. Schmeckt gut. Die nicht Brause. Pur essen. Mmh, das schmeckt aber gut. Dann okay. Koche ich rot. Weiß kommt in die Oh, ich glaube, ich hätte da Feuerwasser rein tun sollen. Ah, das wird schon alles funktionieren. Ich muss die ganzen Farben nachher mischen. Ich mache in den anderen schon mal Wasser rein. Wir haben hier Wasser. Ups, die Entschuldigung. Wir sind gut vorbereitet. So, meine Eiscreme-Zubereitung ist schon mal drin. Meine zweite Eiscreme-Zubereitung kommt auch. So. Dann den zweiten kommt rot. Dann muss ich nachher okay. Die ganzen Farben kombinieren, habe ich gerade gesehen. Bei mir Farbenlehrer. Kommt eine Ladung Wasser hier rein. Mhm. Ich habe hier nämlich so ein Dreieckchen, um das Wasser abzumessen. Und ein Dreieckchen kommt hier rein. Dann wird das Ganze gut gemischt. Das riecht aber richtig intensiv. Das ist schon fast ein bisschen zu stark. Vielleicht riecht das sauer, ne? Was ist das denn? Das ist Eis. Aber die Farben sind ganz hübsch. Ja. Könnt ihr es leider gerade nicht sehen. Gelb, Rot und Blau. So. Und ich mische mein Pink an. Rühren, 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 rühren. Heißt, das schmeckt ein bisschen, ich hatte früher als Kind von Harry Potter, so ein Basilisken, der kann ja versteinern. Ja. Und
das war auch irgendwie so ein Set, wo man halt so Essen quasi zusammenführen konnte. Und da gab es dann so die Gummiratten und Gummifrösche. Okay. Und die konnte man dann in dieses komische Zeug tunken und dann wurden die halt wie aus Stein. Okay. So grau und dann konnte man die essen. Ich glaube, sowas in der Art ist das wahrscheinlich. Also es schmeckt auf jeden Fall genauso. Es war halt auch einfach irgendwas, so ein Pulver zum Zusammenmischen. War super lustig, hab ich voll gern gemacht. Was machst du denn da? Ich sollte da jetzt eigentlich noch Rot reinmischen, aber das ist schon so oben voll. Gut, dann ist das nur gelb. Saug das doch wieder raus. Dann bleibt das gelb. Nein, nehme ich da nur ein bisschen. So. Okay. Also ich habe jetzt hier meine beiden Eiszubereitungen reingedrückt. Jetzt muss ich sie nur noch nach unten durchpressen. Press? Ja. Also, Spitze ist schon mal abgeschnitten. Und dann kann ich mit dem Spritzbeutel meine Eis befüllen. Meine Eis. Eis Nummer 1 ist fertig. Leg es hier hin. Es macht ekelhafte Geräusche, was du da machst. Tut mir leid. Das machst du extra. Ja, klar. Ich weiß ja auch ganz genau, was ich hier tue. Science. Ich bin Mr. Science. Okay, ich mach gleich bei dir mit. Ich bin nämlich hier gleich fertig. Nee. Schade. Ich bin bestimmt auch gleich fertig. Ich habe halt so viele Farben. Sorry. Ich bin Granulat. Wie du es genannt hast. Granulat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich nenne es jetzt auch einfach. Das Geheimpulver. Das Geheimpulver. Hä? Ich habe das jetzt da reingetan. Ja. Und jetzt? Jetzt nimmst du eins von den Förmchen. Aber hier ist eine Gabel. Dann machst du das jetzt mal glatt. Ach so, ich soll das wie ein machen. Garten. Das will ich auch probieren. Das ist sauer. Und jetzt nehme ich ein Förmchen und dann mache ich da Wasser rein. Ach so, was von den Farben dann? Ja! Es ist angekommen. So. Aber dann habe ich ja nur einen. Ja, du kannst mehrere machen. Ob das wohl funktioniert? Na, schauen wir mal. Ich nehme natürlich den Löwen. Ich bin nämlich Löwe vom Sternzeichen. Das ist eins meiner Lieblingstiere. Ich habe noch Eis übrig. Das werde ich jetzt erstmal essen. Nix. Mhm. Ich nehme Lila. Das finde ich nämlich schön. Lila Löwe. Lila Löwe. Der lila Laune Löwe. Komplett aufgesaugt. Und das mache ich jetzt hier drauf so. Mal alles rein. Wie kriege ich den jetzt wieder raus? Jetzt nimmst du das Förmchen da raus. Was? Mit der Gabel? Mit der Gabel? Nein, mit den Fingern. Hör auf, dabei zu gehen. Ich mache das alleine. Okay. Boah, das ist schon fertig und sieht hübsch aus. Ja. Bestimmt war deins auch einfacher. Aber gut, das ist ja auch schon mal gemacht. Ich habe es auch schon mal gemacht. Ach so, und das ist jetzt einfach schon fest? Ups. Nein. Nein, das ist reingefallen und kaputt gegangen. Das ist nicht Nein, das ist gegangen. Nicht. Nee, jetzt kann man das da rauspulen. Jetzt nochmal so machen, damit da noch ein bisschen was auf beiden Seiten ist. So, los. Mach es. Mach schon. So. Raus da. Da ist er. Und das ist fast vom Teller gefallen. Lila Löwe. Ist doch gut geworden. Sehr gut. Okay, machst du mir auch einen, dann können wir probieren. Oh ja. Was möchtest du denn? Ich möchte Schwan? Krone? Nee, Stern? Das Sternchen möchte ich. In welcher Farbe? Du hast noch Orange, anderes Orange, zweimal Grün oder Braun. Okay, ich nehme Braun. Wow, okay. Wird noch ein Schwan gemacht und ich habe aber Hunger. Ja, wir können das schon probieren. Ich werde schon mal eins von den Eis probieren. Einsaugen. Oh, ist das umgefallen? Ich hätte dir gerne eins an. Dankeschön. Mini-Eis. Kann man nicht schlecken. Mm-mm. Das Eis ist auch mehr wie so eine feste Creme. Ich kann gar nicht genau sagen, fast wie ein Marshmallow. Am ehesten finde ich, schmeckt es wie Marshmallows. Das schmiegt sich so an die Mundinnenwand an und geht nicht wieder weg. Eine ganz feste Creme. Ich bin aber auch nicht so begeistert vom Geschmack. Welches? Eva. Runtergefallen. Wir müssen auch immer eine Sauerei machen. Immer, ne? Ja. Okay, wie schaut es mit unserem Löwen und unserem Sternchen aus? Ich nehme den Stern. Nein, ich nehme, okay, ich nehme Hatte nichts. Doch mal eben chill. So viel Ungeduld. So, ich nehme natürlich den Löwen.
Okay, dann werde ich den Schwan essen. Oh, die sind aber wirklich auch ganz schön hallo, fest. Hallo! Ganz schön. Jetzt ist er tot. Das ist wie Weingummi, aber irgendwie ein bisschen weicher. Irgendwie so ein bisschen schwabbeliger. Deine ist auch weicher als meins. Okay. Ganz hat schon länger gelegen. Aufgehärtet. Gut, wie hat es dir denn gefallen? Also wie gefällt es dir? Du bist ja ich noch dabei. Ich habe mir schwieriger vorgestellt. Ja. Ja. Haben wir auch viel gejammert, ne? Aber, also ich meine in den anderen Videos. Man muss es erstmal verstehen. Ja, man muss es erstmal verstehen und wenn man dann weiß... Du warst ja auch da und hast mir geholfen. Genau. Ja, nicht wirklich viel. Wenn man weiß, was man zu tun hat, funktioniert es auch. Hast du eigentlich vorne drauf die Anleitung gelesen, wonach das Ganze schmeckt? Himbeere, da Zitrone. Kann man verschiedene Geschmacksrichtungen raus basteln. Guck mal, da wird aus Traube und Zitrone Orange. Okay, wir müssen darüber noch ein bisschen weiter philosophieren. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch Spaß Magie. Gemacht. Vielleicht habt ihr ja so ein Set vielleicht auch schon mal getestet. Vielleicht nur das Pulver so essen. Nein. Ich esse das jetzt einfach okay. so. Okay, hier wird das Pulver einfach so gefuttert. Ich hoffe... Also, wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen nach oben lassen. Schreibt uns was Nettes unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal Pop & Cookin Sets getestet. Oder vielleicht sollen wir das Ganze auch nochmal machen. Das alles unten auch reinschreiben. So nicht gut. Okay. Also, den Geschmackstest sagen wir mal so mittel. Aber es ist, macht Spaß. Ja, Spaß macht es auf jeden Fall. Es schmeckt ja jetzt auch nicht super schlecht. Also und das auf gar keinen Fall. Wir hoffen natürlich auch, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, was ihr an Geschenken bekommen habt. Wir sind super gespannt, das Ganze zu lesen. Und was ihr gegessen habt. Was ihr gegessen habt, ist natürlich auch ganz wichtig. Was es so für Weihnachtstraditionen vielleicht gibt. Genau. Ja. Kommentieren, abonnieren. Die kleine Glocke aktivieren. Ganz genau. Und bis dann zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Nein. Nein. Es gibt noch ein Video von uns. Was? Wow. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss.